Herzlich willkommen, ich bin euer Hobby und heute im Review von der Firma Kümer eine weitere Bregali-Sport-Version, die M4 CQB. Was die Sache taugt, bei 199 Euro seht ihr nach dem Intro. Kommen wir auch gleich dazu, wie die Waffe zu euch kommt. Die Waffe kommt, wie das M16 auch, in einer braunen Pappschachtel, ebenfalls mit einem Bildchen und einer Bezeichnung der Waffe drauf. Im Inneren genau das gleiche wie bei der M16 auch, bis auf einen Unterschied. Wir haben ein Laufreinigungsstäbchen, ein Speedloader, zwei Magazine, wie gewohnt ein Low-Cap, ein Mid-Cap, ein High-Cap, Entschuldigung, eine kleine Packung Kugeln, eine Bedienungsanleitung und natürlich die Waffe selbst. Was hier noch dazu kommt, ist eine Laufverlängerung, die man anschrauben kann. Somit können bis 390 mm Läufe eingebaut werden. Kommen wir auch gleich zu den technischen Eigenschaften der Waffe. Der Hersteller, wie schon gesagt, ist Kümer, der Importeur in der Hinsicht Bregali. Das Ganze ist ein SRLG-System im Kaliber 6 mm. Das Hop-Up ist einstellbar, die Materialien auch hier Metall und Kunststoff, mehr dazu beim Body. Die Energien liegt hier bei 1,5 bis 1,6 Joule, das haben wir natürlich wieder für euch nachgekront. Die Gesamtlänge der Waffe beträgt im eingefahrenen Zustand, wie hier zu sehen, 700 mm, im ausgefahrenen Zustand 780 mm. Das Gewicht des guten Stücks liegt bei 2,9 Kilo. Die Gearbox im Inneren ist auch eine V2 Standard Gearbox. Der Preis bei dem guten Stück liegt bei 199 Euro. Kommen wir hier gleich zu den äußerlichen Eigenschaften der Waffe. Die äußerlichen Eigenschaften sind hier ebenfalls wie beim M16. Wir können absolut nicht meckern, wir haben auch hier eine Vollmetallbauweise. Lediglich der Handgriff und der Stock hinten sind aus Kunststoff gefertigt. Dieser lässt sich auch in 6 verschiedenen Einstellungen einfahren, ausfahren, je nachdem. Das Riss, auch hier anzusagen, hat wie bei der M16 auch verschiedene Bezeichnungen in den Rails drin. Unter dem Lauf befindet sich, wie gesagt, ein 14 mm Negativgewinde zum Anbringen der Silencer oder der Laufverlängerung, wie schon gesagt. Auf der Top Rail haben wir ein Rear Sight aus Metall gefertigt, das sich in der Horizontale wie auch in der Vertikale einstellen lässt. Macht man dies runter, ist das standardweise 22 mm Schiene vorhanden zum Anbringen zahlreicher Optiken, wer möchte. Kommen wir auch gleich zu den Magazinen. Die Magazine genauso einzuführen wie bei der M16 auch. Hier allerdings müssen wir sagen, die haben ein bisschen mehr Spiel, die wackeln aber mehr, feeden aber trotzdem problemlos. Der Akku wird hier im hinteren Teil untergebracht, dazu entweder den Stock so abziehen, entweder machen wie er will, oder hinten die Schaftkappe einfach abziehen, je nachdem wie ihr das machen möchtet. Die Markings sind hier ebenfalls recht schnell bearbeitet, wir haben auf dem Schützen rechte Seite das Bregali Kaliber 6 mm und M4 Sport. Mehr ist es nicht, mehr habe ich nicht, mehr gibt es nicht. Kommen wir auch gleich zu den inneren Werten der Waffe. Hier im Inneren ist ebenfalls wie bei der M16 eine Stahlgearbox verbaut mit Stahllager und Stahlgears, ein POM-Pisten, ein Kunststoff-Pisten-Head und ein Kunststoff-Zylinder-Head. Das Nozzle ist ebenfalls aus Kunststoff gehalten. Was allerdings aus Metall ist, ist hier die Hop-Up-Kammer, was wir finden. Ist sehr schön, dass die aus Metall gefertigt ist. Hier ebenfalls wie bei der M16 auch. Den Charging Handle nach hinten ziehen und schon greift der Bolt Catcher und ich kann mein Hop-Up bequem einstellen. Was hier auch ebenfalls zu sagen ist, die Waffen der Sportserie kommt standardweise von Bregali mit DIN-Stecker, T-Stecker, wie schon an der M16 angesprochen, hier ebenfalls der Fall. Wir haben es uns natürlich auch nicht nehmen lassen, diese Waffe für euch ebenfalls test zu spielen. Dafür ist der Jürgen von euch für euch auf die Reise gegangen, hat diese Waffe getestet. Wir wünschen euch viel Spaß und wir sehen uns gleich wieder.
Mein Fazit zur Bugatti M4 CQB. Es sitzt alles sehr gut aufeinander. Der Upper Lower hat kein Spiel, es knarzt nichts. Es macht wirklich einen sehr grundsoliden Eindruck. Das Einzige ist, dass der Schulterschaft nicht perfekt sitzt, sondern dass er ein wenig Spiel hat. Aber das ist zu verzeihen. Wir haben ein sehr schönes, leicht zu einstellendes Hop-Up-Unit. Auch beigelegt wird ein HU-Schlüssel, um die Hop-Up-Unit noch einfacher einzustellen von außen. Das Schussbild ist okay. Man könnte hier noch allerdings ziemlich leicht nacharbeiten, indem man einfach einen Tuninglauf einsetzt. Was mir noch aufgefallen ist, dass der Motor, der von Grund auf verbaut ist, ein wenig zu schwach ist für die Feder. Deswegen auch hier würde ich einfach einen anderen Motor, muss jetzt kein High-Performance-Motor sein, aber einfach grundsoliden Motor einsetzen. Kommen wir auch gleich zum Fazit von der M4 CQB von der Sportserie von Bugatti. Sehr, sehr positiv. Die Reichweite ebenfalls wie bei der M16 ist ausbaufähig, ist aber nicht schlecht für eine 199 Euro Waffe, genauso wie die Verarbeitung. Wir haben hier ebenfalls ein sehr schön mattes Finish. Und was Schönes, die Rail wackelt nicht, wie bei der M16 noch, das ist alles bombenfest. Ins Prinzip macht diese Waffe einen sehr guten Eindruck. Wir können sie euch für 199 auf jeden Fall ans Herz legen. Drunter gibt es kaum was Besseres, lediglich gewisse andere Hersteller, die das allerdings aus Kunststoff alles fertigen. Was jetzt hier in der Form aus Metall ist, führt keinen Weg an die Sportserie von Bugatti dran vorbei. Sie sind robust, einsteigerfreundlich. Ja, das war's von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst einfach ein Abo, einen Daumen oder sonst was da. Ansonsten kommentiert es, wenn euch was gestört hat, damit wir das verbessern können. In der Hinsicht bleibt mir euch nur zu sagen, euer Heubi, FV. Macht's gut!